Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sims 3. Und ich war schon kurz davor, um sie 2 zu sagen. Naja, sagen wir mal so, ganz falsch ist das nicht. Denn wir haben ja hier unsere schöne Familie jetzt erstellt. Einmal natürlich den Omsi Manfred und seine Mutter, die das Öhmchen. So dürfte es eigentlich den meisten Leuten bekannt sein. Ich habe an der Stadt jetzt nochmal ein bisschen was verändert. Ich habe ein paar neue Grundstücke platziert, die wir unter anderem auch brauchen, damit Manfred seinem Lebenswunsch nachgehen kann. Nämlich habe ich jetzt hier einmal ein Sportcenter einmal platziert. Dort kann man dann halt auch, wenn man auf einem ziemlich hohen Niveau ist, auftreten auf einer großen Bühne. Das braucht er als Zauberkünstler. Dann habe ich hier so ein Café platziert. Hier habe ich noch so ein paar reichere Häuser platziert. Also so ein paar, sagen wir mal, teurere Häuser, wo dann auch Stars wohnen können. Ich habe hier hinten noch eine Bar platziert und ich habe so einige Grundstücke nochmal umgesetzt, die dann halt irgendwie ein bisschen sehr platzunsparend oder ziemlich platzeinnehmend dort platziert waren. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt gleich einmal mit unserer Familie, der Familie Manfredsen. Und wir müssen noch, glaube ich, ein bisschen ganz kurz im Haus ändern, denn wir haben ja noch nicht die ganzen Sachen für die Katze. Wir haben ja auch noch eine Katze. So, was haben wir denn hier? Probier dein Smartphone aus. Dein Telefon wurde aufgerüstet. Du kannst nun Textnachrichten schicken, soziale Netzwerk-Apps nutzen, die Smartphone-Schutzfolie austauschen. Ja, 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 das ist jetzt nicht so wirklich interessant. So, ja, das ist hier unser Haus. Das ist nicht wirklich groß, wie wir hier sehen können. Es sieht auch nicht wirklich luxuriös aus. Es ist halt erstmal so ein Standardhäuschen. Aber ich würde hier gerne mal so ein paar Sachen verschieben. Boah, das ist hier mit der Lampe auch sehr interessant gelöst. Ich würde mal sagen, das ist das Zimmer des Öhmchens. Das finde ich ist ein bisschen besser. Manfred kriegt dann hier das schöne Doppelbett. Aber das, was jetzt erstmal wichtiger ist, ich glaube, unter Kindersachen ist, sind auch die Tiersachen. Was ziemlich fragwürdig ist, weil warum sollte man denn als Erwachsener kein Tier haben dürfen, kein Haustier? Okay, wir brauchen noch ein Katzenklo. Nehmen wir hier einfach mal, ja, das. Ich möchte auch keine Badewanne haben, weil Badewannen, das dauert in Sims immer so ewig, bis die mit dem Baden fertig sind. Dann nehme ich dann doch lieber hier so eine schöne Dusche. Und die ist auch übrigens ein bisschen günstiger, das heißt, wir sparen auch noch Geld. So, brauchen wir noch was? Ich würde ja schon gerne hier so einen kleinen Fernseher hinpacken. Ich muss mal eben gucken, der kostet, ist da ein starker Unterschied am Spaßlevel? Nee, tatsächlich nicht. Ja, nee, dann nehmen wir den hier. Und vielleicht noch einen ganz, ganz billigen Computer. Ja, hier. Kriegt's das Öhmchen in ihr Zimmer. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. Ich muss noch mal kurz gucken. Haben wir alles an Tierbedarf? Wir haben einen Kratzbaum. Wir haben einen Futternapf. Wir haben, ja, die Katze kann sich auch aufs Sofa legen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein Tierbett. Naja, aber wir schauen einfach mal und ich würde mal sagen, wir starten jetzt das Spiel. Für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, wir haben ja hier unsere beiden Sims. Wir haben einmal hier Manfred mit seiner ziemlich ausufernden Nase. Ach, er guckt schon so glücklich. Und wir haben das Öhmchen hier hinten. Oma Erna. Ja, das sind die beiden. Und wer gerne ein bisschen mehr von dem Entstehungsprozess sehen möchte, der muss einfach in die letzte Folge einmal reinschauen. Denn dort haben wir die beiden erstellt. Die Katze habe ich jetzt außen vor gelassen. Die habe ich jetzt nicht gezeigt, sonst wird die Folge einfach unnütz lang. Und dann, ja, haben wir hier jetzt auch schon die ersten Wünsche. Manfred möchte auf jeden Fall Zauberkünstler werden und er möchte mit Susi sprechen. Susi heißt unsere Katze. Ja, wir können ein bisschen mit ihr spielen, wir können sie jagen. Oh, das will ich ja sowas von gerne sehen. Hier, wie Manfred der Katze hinterher rennt. Ja, jetzt läuft die Katze hier erst los. Na los, laufe, aber nicht über diese Animation ist schon nicht so schlecht. Davon brauche ich eigentlich einen Screenshot, wenn es danach geht. Da läufst du jetzt nochmal hinterher. Oh, davon brauche ich aber sowas von einen Screenshot. Wie ging das nochmal? Die Kamerasteuerung. Das hat was. Er läuft, er jagt die Katze. Ah.
Er macht auch so schöne Geräusche dabei. Naja, so, was macht das Öhmchen denn? Ach, es möchte etwas lesen, aber sie hat noch keine Wünsche. Sie hat noch keine Wünsche. Achso, ich muss auch nochmal eben die Alterung erstmal ausstellen, weil ich möchte nicht, dass wir aus Versehen irgendwie ein paar Sims weniger haben. Hier, erstmal Alterung deaktivieren. Wir wollen ja ein bisschen mit den Sims hier spielen und nicht, dass Oma Erna hier so ein bisschen früher hier weggeht, als sie eigentlich weggehen sollte. Oh, was kommt denn da? Ein laufendes Lama. Ach, das ist das Universitätsmaskottchen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Wir könnten uns theoretisch an einer Universität einschreiben, aber ich glaube, um Zauberkünstler zu werden, müssen wir nicht unbedingt studieren. Oh, jetzt haben wir hier so einen schönen Eimer, da können wir Giveaways erhalten. Ach komm, kostenlose Sachen nehmen wir doch immer gerne. So, was kriegen wir denn da? Oh. Oh. Manfred wird Student. Manfred Manfredsen hat ein paar starke neue Sachen. Er hat ein Universitätsbanner und ein cooles neues T-Shirt bekommen. Manfred, der Student. Kann er da nochmal mit rumwedeln? Das wäre schon irgendwie cool. Outfit wechseln? Nee, anscheinend kann er damit nicht nochmal rumwedeln. Oder hat, ach, das hat er jetzt im Inventar, aber er kann damit auch nicht wirklich viel machen. Ja, ich würde mal sagen, wir suchen uns einen Job. Eine Traumkarriere finden ist das ja. Ich denke mal, wir werden in der Zeitung hoffentlich etwas finden. Ansonsten müssen wir uns am PC irgendwie einen Job suchen. Aber ich glaube, wenn wir das schon als Lebenswunsch haben, dann ist das auch in der Zeitung schon drinne. Ist jetzt meine Vermutung. Ich finde das so lustig. Das hat tatsächlich echt Ähnlichkeiten mit dem. So, Tagespflege. Amateur-Babysitter. Nee. Hier Zauberkünstler, Zauberlehrling. Wochenlohn 275 Simoleonen. Sänger kann auch noch werden. Geisterjäger. Das hätte auch was. Manfred der Geisterjäger. Akrobat. Ja, nee, ich glaube, Zauberkünstler ist immer noch für ihn das Beste. Es wird immer spannend und unvorhersehbar sein, dem Pfad der Magie und der Illusionen zu folgen. Bringe große Massen und kleine Kinder mit der Logik trotzenden Tricks zum Staunen. Ach so, mit der Logik trotzenden Tricks. Ich kann das hier mit den Buchstaben nicht so wirklich lesen, weil ich habe hier gerade so ein bisschen Probleme, das aufzunehmen. Deswegen habe ich das jetzt im Fenstermodus und das ist ein bisschen kleiner. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie das jetzt in der Aufnahme aussieht. Das werde ich dann wohl sehen, ob das so gut funktioniert oder nicht. Weil wenn ich das im Vollbildmodus aufnehme, dann habe ich das Problem, dass da immer so ein schwarzer Layer drüber ist. Also das ist auch echt komisch. So, Blake der Erhabene, nee. Albertus der Fragwürdige. Thaddäus Omnipotent. Was? Callum der Unübertroffene. Blake, Wächter des Bösen. Azazel Fledermaus. Was sind das für schlechte Künstlernamen? Wir brauchen irgendwie eine Alliteration, wäre ich jetzt eigentlich dafür. Manfred, der Mustermann. Nein, das ist auch nicht gut. Wir können ihn auch einfach nur Manfred nennen, das hat dann auch was. Dann wird er so ein futuristischer Magier oder eher so ein expressionistischer Magier. Oder vielleicht sogar Künstler. Ja, wir nennen ihn einfach nur Manfred. So, dein Traum, ein Zauberprofi zu werden, beginnt mit einem Zauberstab, einer Münze und einem Kartenspiel. Mit ein wenig Übung verwandelst du diese einfachen Requisiten bald in Magie. Huch! Ach so, ja, wir könnten theoretisch auch in die Zukunft reisen. Wir können so viel machen, eigentlich, so Manfred in der Zukunft, das wäre auch lustig. Nein! Oh Gott, er wäre gerade fast geflitzt. Aber er zieht sich am besten mal wieder seine alten Sachen an. Nee, also wir könnten theoretisch auch in die Zukunft reisen. Das würde ich jetzt aber noch nicht machen. Ich meine, wir haben jetzt hier erstmal genug Aufgaben. Er kann ja mal uns ein paar Magietricks hier zeigen. Hier Zauberkünstler, Blumen aus Zauberstab, Karten herbeizaubern. Ja, das können wir jetzt uns mal anschauen. Tucci, hä? Aswa! Ich hab's nicht gesehen. Ach so, ist eh nichts passiert. Nee.
Vielleicht ist er ja doch noch irgendwie bei was anderem ein bisschen besser. Hier vielleicht die Karten herbeizaubern. Oh, er ist ein bisschen peinlich berührt. Er ist verlegen. Noch eine Minute. Es funktioniert noch nicht so ganz anscheinend. Ach komm, wollen wir ihm noch eine Chance geben, würde ich mal so sagen. Oh, das Öhmchen spielt mit der Katze. So, ich gucke jetzt weit genug nach oben, um zu sehen... Oh, es hat funktioniert. Kann er noch andere Tricks machen? Hier mit dem Öhmchen. Münze hinterm Ohr hervorziehen. Das kann er ja mal versuchen. Wir können ja auch mal versuchen, noch andere Charaktere aus Omsi hier mit reinzubringen. Dann haben wir hier noch viel mehr... Oh, was hat die Katze? Oh nein. Oh nein. Nein, die trinkt aus der... Ferkel sein Trinken, hyperaktiv sein Jagen, akzeptieren. Ausschimpfen fürs aus der Toilette zu trinken. Ha. Jetzt habe ich... Ich wollte auf den Trick achten, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Schade. Wir können ja auch gleich einfach mal so ein bisschen in die Stadt gehen und da so ein bisschen einfach auf der Straße hier auftreten. Ich meine, wir haben hier einen großen Stadtpark und dann... Oh, hier sind sogar einige Leute, wie man hier sehen kann. Wen haben wir denn da? Vita Alto. Nick Alto. Adalwolf Schwamm. Tourist. Alles klar. Wen haben wir hier? Jamie geht nach Hause. Oh, das ist aber ein schöner Name. Oh, du sollst doch nicht wieder mit der Katze spielen. Wir gehen jetzt hier mal in den Stadtpark. Und dann übst du dort mal deine Tricks. Dann kannst du bestimmt ein paar Passanten irgendwie... Karten herbeizaubern. Für Trinkgeld auftreten. Genau, wir treten einfach für Trinkgeld auf. Da kannst du bestimmt ein paar Passanten dazu überreden, dass er damit jetzt irgendwie was schafft. Bin ich mir doch hundertprozentig sicher. Ja, mein Plan wäre es dann theoretisch auch, dass wir irgendwann, wenn wir genug Geld haben, natürlich auch erstmal in ein anderes Haus ziehen. Und ich würde super, super gerne eigentlich auch reisen. Also in die anderen Länder. Man kann ja tatsächlich nach Ägypten, nach China und nach... Wo kann man noch hinreisen? Frankreich, genau. Da kann man überall hinreisen und da kann man dann auch so Abenteuer machen. Man kann sehr wertvolle Sachen dort bekommen. Also das ist auch ein Weg, an Geld zu kommen. Und, oh Gott. Alles klar. Oh. Er sieht nicht so aus wie ein Zauberer, er sieht so ein bisschen aus wie ein Clown. Tut mir leid, aber das ist irgendwie so. Ah, jetzt hat's funktioniert. Aber wir haben auch schon so ein paar interessierte Zuschauer. Ich glaube, das ist Gerhard Landgrab. Stimmt, Gerhard Landgrab, Bella Junggesell und Jolande Junggesell. Natürlich müssen wir auch mal versuchen, dann für Manfred noch einen... Sagen wir mal, eine bessere Hälfte zu finden. Aber ich glaube, das wird relativ schwierig mit ihm als bindungsphobischen Menschen. Aber man kann ja mal versuchen, in die Clubs zu gehen. Ich glaube, Manfred ist insgeheim so ein richtiger Clubgänger. Er zeigt es nur nicht. Er fährt gerne mit dem Bus dahin und auch wieder mit dem Bus zurück. Was jetzt natürlich hier noch in dem Spiel fehlt, das ist Wetter, weil ich habe tatsächlich meinen Sims 3 Jahreszeiten Addon nicht mehr gefunden. Das ist extrem doof, leider. Das regt mich auch auf so ein bisschen, weil mit Jahreszeiten kam da auch noch einiges mit hinzu, was ich eigentlich ganz cool fand. Aber wie gesagt, das geht jetzt auch schon so. Also ich habe sonst eigentlich so gut wie alles, bis auf, ich glaube, ein total unnützes Addon, was allerdings mittlerweile auch wieder bei Sims 4 wieder, sagen wir mal, es geht bei Sims 4 noch schlechter. Ey, die boot uns aus. Ah, er darf mal weiter hier einfach so ein bisschen auftreten. Wir schauen mal, was Erna macht. Stimmt, wir brauchen auch noch irgendwas, was die machen kann. Wir müssen ja eigentlich hier so uns um Katzen kümmern. Ey, bleib stehen. Ich will...
Will ich spielen? Pflegen? Bürsten? Hier, komm. Oh, Bürsten, das mag meine Katze auch. Also wenn ich da irgendwie mit der Bürste ankomme, die setzt sich dann schon direkt irgendwie in meine Nähe und so. Und die genießt das richtig. Ey, die ist schnell. Ey, bleib hier. Hey, jetzt hier. Pflege, Bürsten. Mach das mal. Ah, Fähigkeit kochen lernen. Was wünscht sie sich denn noch? Kontakt zu übernatürlichen Wesen knüpfen. Meinetwegen. Oh, ein Schaukelstuhl möchte sie kaufen. Nee. Oh, ein Stock kaufen. Ja, das gibt's ja auch alles. Ah. Wir können ja auch versuchen, mit dem Öhmchen hier in die Zukunft zu reisen. Ja, wobei, doch, das können wir vielleicht mal später versuchen. Ich glaube, das wird so etwas, was sie dann noch so versucht. Erstmal so ein paar Katzen retten. Und dann werden wir in die Zukunft reisen. Und die Vergangenheit ändern. Dann wird Manfred vielleicht gar nicht geboren werden. Spaß haben, genau. Einfach Spaß haben hier beiden. So, wie läuft das jetzt hier bei Manfred noch? Ich hoffe, er wird nicht weiter ausgebuht. Also, Geld haben wir noch nicht wiederbekommen. Er wird richtig ausgebuht von denen. Oh, er wird richtig fertig gemacht. Aber ihm geht's noch relativ gut. Er will auch ein übernatürliches Wesen treffen. Warum? Wir kriegen Trinkgeld. Oh, 11 Millionen. Richtig geil. Wir haben unser erstes eigenes Geld verdient und Berufserfahrung. Oh, noch mehr. 10 Millionen. Das kleine Mädchen hat uns einfach fast genauso viel Geld gegeben wie dieser reiche Schnösel da. Also der ist echt reich. Der hat so ein richtig krasses Haus hier. Boah, da kam gerade wieder so sein Unterbiss irgendwie heraus. Oh nein, du hast die Flöhe eingefangen. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie man Flohbefall vermeidet und wie man die Biester im Notfall los wird? Moment mal. Och nee. Ich würde mal gern wissen, wie man mit Flöhen umgeht. Bäh, Flöhe, die lästigen Klagegeister fangen sich in erster Linie Tiere ein, die viel Zeit draußen verbringen. Wenn du ein Tier siehst, Tiere können mit einem gründlichen Bad, mit einer heißen Dusche. Okay, ich dachte gerade. Nicht, dass wir jetzt dafür extra eine Badewanne bräuchten, das wäre doof. Ja, dann müssen wir aber echt hier... Oh, es geht doch nicht. Ah, was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Badewanne. Ich habe die doch verkauft. Ausschimpfen für... Nee, nicht ausschimpfen für hyperaktiv zu sein. Können wir das echt nur mit einer Badewanne machen? Oh, das ist ja dämlich. Haben wir denn noch genug Geld? Für eine... Ah, die kostet 500. Das ist genau das, was ich eben verkauft habe. Dann kommt das Katzenklo nach draußen. Müssen wir ja wohl irgendwie machen. Aber ernsthaft, ich spiele gerade mal 10 bis 15 Minuten und das Erste, was der Katze passiert, ist, dass sie sich Flöhe holt. Das ist so ein Running Gag. Irgendwas Schlimmes passiert immer, wenn ich mit Tieren spiele. So, ich glaube, du hast hier mal so ein bisschen genug was aufgeführt. Oh, wir müssen uns definitiv auch mal um irgendwelche Bedürfnisse von denen kümmern. Aber wir kriegen noch Trinkgeld. Och, 18 Millionen, der ist auch extrem reich. Das sind alles so reiche Leute. Manfred könnte sich natürlich auch versuchen, so eine reiche Dame zu angeln. Ich wollte gerade schon was anderes sagen. Oh, 75? Nee. Wir können Manfred ja hier mal irgendwie in den Diner schicken. Das ist, glaube ich, ein bisschen billiger. Hier 18 Millionen. Erstmal mit dem Trinkgeld ein bisschen was selber zu essen kaufen. Ja, aber er ist ganz schnell unterwegs auch. Wir haben uns mit denen angefreundet. Oh, das ist ja krass. Wir haben schon Freunde gefunden, ohne dass wir überhaupt was gemacht haben. In Sims 4 brauche ich erstmal irgendwie so 10 Minuten, um überhaupt irgendwie einen Freund oder eine Freundin zu finden. In Sims 3 macht man das, indem man für Trinkgeld als Zauberer auftritt. Wahnsinn. So. Und sie kennt auch schon jemanden. Wie heißt der? Nico Muse. So, das Öhmchen, das hat Hunger.
und kann es mal Macaroni mit Käse kochen. So, wie viel wetten wir darum, dass der Herd gleich anfängt, dass der Herd gleich Feuer fängt? 100 pro wird der Herd gleich in Flammen aufgehen. Naja, Manfred ist nicht da, den kümmert's dann nicht. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein paar Mal für Trinkgeld auftreten. Ah, hier die Musik. Ah, das habe ich vermisst. Ich habe es halt so lange nicht mehr gespielt. Und hier auch mit den Autos, das ist richtig cool. Vor allem hier erstmal so das Auto, so die große Zitrone, dann eine olle Karre und dann das. Ich glaube, das ist somit das teuerste Auto, was es in Sims 3 gab. Hier steht ihr jetzt einfach mal vor dem Diner. Ich glaube nicht, dass es dem Typen hier gehört, sondern genau dem da. Wir können hier auch in Mülltonnen können wir hier tauchen. Oh, das können wir sogar machen, weil er so ein bisschen sparsam ist. Ach komm, das machen wir mal. Er muss eh noch duschen. Dann kann er sich das mal erlauben. So, es hat noch nichts Flammen gefangen. Oh. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das alles so heile jetzt vorübergeht. Um ehrlich zu sein. Mau. Okay. Das ist so ein typischer Manfred, würde ich jetzt einfach mal sagen. Manfred hat beim Mülltonnentauchen folgendes Objekt gefunden. Lampenverehrung. Wow, wir haben eine Nachttischlampe gefunden. Das ist ja cool. Was Leute wohl alles so wegschmeißen. Oh, sein Hygienebedürfnis geht richtig runter. Also er braucht gleich unbedingt eine Dusche. Was hat er gefunden? Ein Japan. Er hat einen Käfer gefunden. Warum nimmst du den mit? Ja, das denke ich mir in dem Moment auch. Bei dem Öhmchen geht's doch eigentlich ganz gut. Ja, aber hat das noch nicht funktioniert mit dem Flohbad? Oh, die Katze ist gerade. Okay, wir stören die Katze gerade auf dem Katzenklo. Never mind. Ach, das ist ein. Ach, ich dachte gerade schon, wer lacht denn da so, aber es ist Manfred. Oh, sein Handy klingelt. Oder auch nicht. Jolande Junggesell möchte plaudern. Hat Manfred so Lust zu reden? Oh, klar. Ich glaube, er hat schon gute Karten weiter. Aber ich glaube, die ist verheiratet. Ich glaube, das ist deren Kind. Hm. Worüber reden die? Oh, er dampft schon richtig. Er zieht schon so eine Stinkwolke hinter sich her. Oh, es funktioniert ja anscheinend. Also meine Katze hätte mich da wahrscheinlich schon diverse Male versucht, irgendwie umzubringen, hätte ich sowas mit der gemacht. Also, wenn es zur Badewanne geht, dann ist das immer ein ziemliches Drama. Aber es ist zum Glück auch, also es passiert auch zum Glück eigentlich so gut wie nie. Wir hatten das, glaube ich, bislang zwei oder dreimal, wo das wirklich nötig war. Weil unser Kater da irgendwie in irgendeine Flüssigkeit gefallen ist, die ziemlich ölartig war. Und der war ziemlich fertig danach auch. So, hier. Kannst duschen gehen. Und das Öhmchen darf sich hinlegen. Auf jeden Fall, da musste der halt unbedingt gebadet werden. Und das war ein ziemliches Drama. Weil Katzen mögen das einfach nicht. Und unser Kater hat halt natürlich auch noch so ein relativ dichtes Fell. Das heißt, puh, das war bestimmt nicht angenehm für ihn. Aber na gut. Was läuft denn da? Ein schwarzer Hirsch. Der war eben noch nicht schwarz. Der hat gerade seine Textur verloren. Ich sag gerade, der wird noch angefahren, aber das Taxi hält da. Es ist ja auch so schön, dass hier in Sims da. Achso, jetzt hat er seine Textur wieder. Ja, nee, also es ist. Wer ist denn das da?
Lisa Bunch. Oh, jetzt springt er hier weg. Okay, wir haben auf jeden Fall in unserer Nachbarschaft Hirsche. Das ist gut zu wissen. Obwohl wir so fast im Stadtzentrum wohnen. Ach schade, hier hätten wir jetzt auch so ein schönes Stadtfest. Da kämen dann auch immer Leute. Da gibt es auch, wenn es das Herbstfest ist, dann gibt es da auch ein Gruselhaus. Achso, ja, hier. Ich habe zum Beispiel hier so eine Feuerwache platziert. Die war vorher auf einem eigentlich viel zu großen Grundstück dafür. Um nochmal darauf zurückzukommen, dass ich hier ein bisschen was geändert habe. Was habe ich hier denn noch neu platziert? Genau, ich habe hier so ein Styling, Barneys Salon und Tattoo Studio, so heißt das, habe ich da platziert. Das war auch auf einem zu großen Grundstück. Das kann man halt immer mal gebrauchen. Das ist eigentlich ganz lustig, auch für Karrieren. Die Häuser hier habe ich noch einmal platziert. Das ist eins meiner Lieblingshäuser. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach sowas von genial. Und das hier ist auch noch so ein Nobelschuppen. Hier so richtig abgezäunt mit so einer Sprechanlage. Achso, Manfred, der schläft schon. Er hat sich jetzt von alleine schlafen gelegt. Okay, dann schlaf mal durch. Ich würde mal sagen, wir skippen dann auch die Nacht und schauen mal, was am Tag passiert. Ah, das Öhmchen ist wach, das Öhmchen ist wach. Und was macht es als erstes? Es wird von der Katze markiert. Ja, nee, das ist zum Glück, glaube ich, nicht so wie bei Hunden. Katzen machen das ja so, indem sie sich einfach irgendwie daran an einem entlangwälzen. So ungefähr. Ich hatte da gerade erst was komplett anderes im Kopf. Oh, das wäre ein bisschen eklig gewesen. So, für die Leute, die es auch noch interessiert, ich spiele auch natürlich mit Mods, die das Spiel so ein bisschen besser zum Laufen bringen, weil Sims 3 ist programmiertechnisch in einigen Punkten eine Katastrophe. Also es ist nicht unbedingt so effizient programmiert. Es ist zwar vom Spielspaß her ein unglaublich gutes Spiel, aber wie gesagt, das von der Programmierbarkeit war das, also von der Programmierung war es, hat es häufig irgendwelche Lags verursacht oder auch ziemlich nervige Bugs. Und das war nicht so schön. Ich weiß gar nicht, ob ich mal irgendwann wieder Sims 4 spielen werde, ob ich dann auch sowas ähnliches machen werde, aber ich bin jetzt erstmal hier wieder so ein bisschen gelandet. Ich finde, hier gibt es so ein paar Sachen, die sind besser als bei Sims 4. Vor allem das Reisen. Man kann in Sims 4 auch reisen, aber das ist irgendwie nicht so toll gemacht, finde ich. Da gibt es nur ein einziges wirkliches Ziel, wo man so ein bisschen Abenteuer haben kann. Und es ist auch fast immer dasselbe Abenteuer, das ist leider nicht so spannend. Und hier gibt es drei Welten mit, ich weiß gar nicht, wie vielen Grüften, die man erkunden kann. Und mit ganz, ganz vielen Missionen, das ist hier so geil gelöst. Das werden wir dann auch alles sehen. Aber na gut, ja, das Öhmchen kocht hier jetzt noch so ein bisschen was zu essen. Manfred schläft noch, er lässt sich natürlich schön bekochen. ja, das ist so. Sie will ihn wahrscheinlich auch irgendwie nicht loslassen. Also sie will ihn auch wahrscheinlich nicht gehen lassen. Aber irgendwann wird auch er wahrscheinlich irgendwo anders hinziehen. Sehr wahrscheinlich. Oh, das Essen ist angebrannt. Na, wenigstens kein Feuer. In Sims 4 brennt das bei mir immer als erstes an. Na gut, aber ich würde mal sagen, das war es jetzt hier von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss.